Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays. Ich bin der Palzi und wir haben in der letzten Folge, in der vorletzten Folge Ernie befreit und in der letzten Folge ein paar Gespräche in Ernie geführt. Ich habe ihn jetzt zwischen den Folgen mal schon ein bisschen vorbereitet. Erstmal kann man hier verschiedene Ansichten noch aktivieren. Da wird einem angezeigt, was für Quests da offen sind. Also hier zum Beispiel die Verteidigung von Forlo Bleu kann durch Abschließen seiner Außenpostenaufgaben geschwächt werden. Im Bunker befindet sich ein MG und Bastien hat sich da versteckt und so weiter. Dann gibt es hier Trupps und Organisation, dann Gegenstände und Verstecke. Und hier in Ernie haben wir schon ein Versteck. Gebäude. Hier ist der Hafen. Achso, und da ist das. Das sind Außenposten, die senden Angriffstrupps aus. Okay. Hatten wir eine neue Notiz, die wir uns noch nicht angeguckt haben. E-Mail haben wir, glaube ich, gelesen mit den Diamantenminen. Adonis Corp bezahlt für jede eroberte Mine. Vielleicht zoomen wir da mal ein bisschen raus jetzt. Und hier haben wir zum Beispiel Minen. Hier oben ist eine Diamantenmine. Hier, die ist sehr nah an Fleetown. Hier ist eine Diamantenmine. Was ist das? Das ist ein Außenposten. Da ist ein Außenposten. Eine Reparaturwerkstatt. Und eine Mine hier nochmal. Da ist eine Mine. Da. Das heißt, wir haben da diverseste Optionen hinsichtlich der Diamantenminen. Da weiß ich nicht, wo wir als erstes anfangen sollen. Vielleicht nach Norden. Aber wir haben ja hier immer noch zu tun. Muss uns jetzt nicht kümmern. Dann Inventar. Hier in dem Sektor gibt es ein Versteck. Das heißt, wir können mal ein paar Sachen umdisponieren. Die Waffe. Das kannst du behalten. Kann man die miteinander verbinden eigentlich? Hier einen mit 53 und einen mit 56. Und ich überlege halt gerade, ob ich jemand anderen zumindest noch einen zweiten Erste-Hilfe-Kasten gebe. Damit, falls Rosa mal down geht, wir da zumindest Optionen haben. Das ist wohl dann unser komplettes Inventar. Leuchtfackeln, Kampfmesser, Wandstaken. So, dann bei den Charakteren. Omrin hat ja einen verringerten Genauigkeitsabzug bei Salvenfeuer. Das heißt, der sollte nach Möglichkeit, so denke ich zumindest, AK-47 bekommen. Das müsste ja Warschauer Pakt Munition sein. Oder haben wir aber nicht wirklich viel Schuss für. Das heißt, Omrin geben wir mal eine Reservewaffe für den Fall der. Oder Momentchen mal, wer kriegt denn jetzt die Schrotflinte? Jemand, der eher näher ran muss. Und das, denke ich, wird unser Granatwerfer werden. Also Barry. Hat eine Reservewaffe mit dem Revolver. Das heißt, Omrin bekommt hier auch die Browning als Reserve.
So, dann haben wir hier, also das sind Bauteile, Medikamente. Ah, hier sehen wir es, 48. Zum Auffüllen von Sanitätskästen kann das auch verwendet werden. Das jetzt 3 gekostet? Nee, nur einen. Probieren wir es bei Steroid nochmal aus. Da fehlen 44%. Wir haben aktuell 47, Zeit ist 7 gekostet jetzt. Okay. Aber dann haben wir zumindest 2 komplette Erste-Hilfe-Kästen. So, und dann war ja eigentlich angesagt, kann nicht repariert werden, okay, dass wir als Teil unserer Quest hier jetzt Milizen ausbilden. Das würde ich auch gerne tun. Und zwar 2 sollen Milizen ausbilden. Wir haben ja hier verschiedene Operationen, die wir durchführen können. Verletzt ist niemand. Milizausbildung werden wir gleich machen. Und dann können wir auch noch Gegenstände reparieren. Und dann würde ich auch gerne das Sprengkörper herstellen ausprobieren. Mit Barry. Und dann fangen wir einfach mal an. Nee, nochmal schließen. Ich würde mir gerne nochmal die Stats ansehen. Führung hat er hier 15. Ne, da ist wirklich nur Rosa geeignet. Für die Milizausbildung. Macht die das mal. Wähle bis zu 2 Söldner. Für Rosa kostet das nur 1500. Ja, dann bestätigen wir das mal. Aktive Milizen 0 von 8. In Ausbildung sind 4 Rekruten. Okay. 1500 ist aber schon ganz ordentlich. Das auf jeden Fall starten. Dann wollten wir Sprengkörper herstellen mit Barry. $300 zahlen wir. Gegenstand auswählen. Hohlladungen. Ach, wir haben kein TNT. Dafür brauchen wir TNT. Okay, das geht also gar nicht. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Schade, kann ich da nur sagen. Dann können die anderen... Ach, wir können nur 2 zur Reparatur einteilen. Ja, dann Steroid und Barry. Gegenstände auswählen. Die Waffen müssen auf jeden Fall gut in Schuss sein. 13 Stunden, 17 Stunden. Das ist für mich erstmal okay. I have initiated work on this task. Dass die Zeit dann automatisch losläuft, finde ich nicht gut. Was ist das hier? Da wird die... Ja, das sieht ja gut aus. Und dann... Wir haben aktuell 42.000. Würde ich sagen, wir heuern tatsächlich noch Söldner an. Die 3 Söldner, die wir angeheuert haben, F2 für die Datenbank, haben ja irgendwie Pi mal Daumen 14.000 gekostet für eine Woche. Ich würde jetzt dann tatsächlich 2 Söldner anheuern noch, aber gleich für 14 Tage und
Ich hatte ja irgendwann darüber sinniert, mal so als Resümee von der ersten Session, dass mir ein Backup-Mediziner oder erster Mediziner fehlt und ein zweiter Techniker. Hatte dann jetzt schon geguckt. Banz ist leider immer noch offline. Wäre halt super Schützin und als Backup-Medizinerin mehr als geeignet gewesen. Da Banz aber offline ist, müssen wir irgendeine Alternative finden. Gibt nicht so viele Leute. Na, Blatt hätte relativ gut. Medizin. Endlose Messer. Messerwerfer. Wäre an sich auch gar nicht schlecht, aber hat im Rucksack keine Erste-Hilfe-Ausrüstung. Während zum Beispiel Fox zumindest mit Medikamenten und einem Erste-Hilfe-Kasten schon kommt. MD. Sogar einen Sanitätskasten. Sanitätskasten halt 25% mehr TP, was der Erste-Hilfe-Kasten nicht tut. Fox hat schon einen Vorteil für Level 2. Wie sieht denn das eigentlich mal bei unserem Team aus? Welchen Vorteil hat er? Entfernt Überwachung und Festnageln. Okay. Und Barry. Ach, die Gratisbewegung. Ermöglicht Crit bei unterbrechenden Angriffen. Also Fox ist interessant und dann ist hier Kalina in meinen Augen auch noch interessant. Unvermeidbarer Schlag, ein Fernangriff, der die Schadensreduktion durch Rüstung umgeht, finde ich sehr schön. Und sie hat halt eine gute Treffsicherheit. Das kommt hinzu. Und das Gewehr 98 hat eine Reichweite von 32, was mir auch gut gefällt. Hello, Talking Computer. I am Kalina. Nice to meet you. Are you offering a job? 8400 für. Oh, da hat man ja nicht mal eine Reduktion. 4284. Nö, dann will ich dich nur für 7 Tage, Kalina. Und biete dir das an. Bye-bye, Talking Computer. Nice of you to send me on an adventure. Bitte sehr. Das heißt, Kalina müsste dann auch demnächst eintreffen und dann weiterer Charakter, der einen guten Medizinwert hat. Wie ist denn das bei Raven? Nee. Thor hatte ich mir auch angeguckt. Kräutermedizin. Eine spezielle Medizin aus dem Osten, die bei Verzehr hoher Eifer gewährt, kann Nebenwirkungen verursachen. Nebenwirkungen klingt irgendwie nicht so super. Grunty hätte 22 Medizin, das ist auch keine Verbesserung.
Die Frage ist, nimmt man jetzt Rosa als Primärmediziner? Da ist 61 eigentlich zu schlecht. Sie ist wahrscheinlich guter Backup-Mediziner, also keine Ahnung, irgendwie Sanitätsassistentin oder weiß der Geier was. Aber gegen Vollmediziner stinkt sie ab. Okay, Fox hat auch nur 69, aber MD hätte zum Beispiel 81. Gegen MD spricht die niedrige Beweglichkeit, die spricht halt für Fox. Erste Waffenwechsel gratis. Sie kann auch noch Milizen mit ausbilden, aber ich glaube, das konnte MD auch. Naja. Aber aus Gründen der Geschlechterparität muss man ja sagen, müssten wir ja eigentlich eine weitere Frau anheuern. Wie sieht da denn Maus aus? 50 Medizin, auch gar nicht schlecht. Anita Maus Backman. Aber Treffsicherheit, na gut, mit 68 liegt sie im Bereich von MD und Fox. Hat auch einen Sanitätskasten dabei. Stats sehr gut hier. Na gut, 75 Weisheit. MD lernt halt deutlich schneller. Mit der Situation angefreundet, kann inspiriert werden und die Moral des Teams im Kampf erhöhen. Inspiriert, erhalte 4 AP. Kann einmal pro Zug erhalten werden. Optimist, das ist ja das, was Kalina auch hat. Vielleicht verliert Moral, wenn er von einem Tier angegriffen wird. Also in Jagged Alliance 2 war ich ja großer Fox-Fan. Ist auch interessant. Auf leisen Sohlen ignoriert beim Bewegen Überwachungsbereiche. So, aber Hand aufs Herz, ihre Medizin. Also sie kosten ja praktisch das gleiche, Maus und Fox. Und die Stats kann man durchaus vergleichen. Weisheit, Kraft, Geschick ist fast identisch. Beweglichkeit ist bei Maus besser. Gesundheit leicht besser. Also Maus hat die leicht besseren Stats. Bei den Skills hat Cynthia bei der Medizin Fox die Nase vorn. Waffentechnisch hat niemand einen Vorteil. Bei Fox finde ich interessant, dass sie mit der Milizausbildung kommt und auch beidhändig schießen kann. Forget it. As long as you've got that muscle-brained moron steroid working for you, then you can count me out. Okay. Okay, Steroid, du bist gefeuert. Ja, dann hätte sich die Frage ja schon fast erledigt. Jetzt ist nur noch Maus und MD. Und ich hätte eigentlich gerne einen Vollmediziner noch. Und 25% mehr Heilung wegen des Sanitätskastens finde ich stark.
Zoophob finde ich nicht so gut. Optimist scheint gut zu sein und er kann immerhin auch unterrichten. Na, dann versuchen wir halt MD. Hi. Is this a prank call? Last time some mercs contacted me under an alias and sent me to Cambodia for 2 weeks. So, is this a genuine offer? Ja, und hier sparen wir auch deutlich. Obwohl, ist das deutlich? Das ist ja inklusive 900 Versicherung, ne? Das heißt, das sind 2870 eigentlich nur. Aber selbst dann sparen wir. Das heißt, wir machen ihm da mal ein Angebot. Steroid will be there. Not that I have anything against him, but he likes to bully me and say I'm weak and feminine. I mean, I can see his point, but I will need some more money for the therapy later. Okay, Steroid ist also jemand, der Probleme verursacht. 4713, das sind 3,8. Und hier, das wäre 6,1, wenn man die Versicherungen jeweils rausrechnet. Oh, wow! I never thought this would happen. I mean, you sure you want me? Of course, you're sure. That was stupid of me. Sorry. Where are we going? Africa? I'll pack some shorts. So. Die sollen direkt zum Dorf Ernie kommen. Und die sind kurz nachdem die Milizen ausgebildet sind, da hervorragend. Das sieht doch aus, als würde da mal ein Plan aufgehen. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. So, da müsste right. Jetzt that is finished. Die Reparatur durch sein. Das hier ist 19.15 Uhr. Das heißt, wir hätten noch fast 4,5 Stunden, um vielleicht noch was anderes zu machen. Wir trainieren aber auch erst 4 Milizen. Vielleicht müssen wir da nochmal einen Durchgang machen, wenn MD erst da ist. Was hätten wir denn noch zu reparieren? Ja, die haben marginale Beschädigung, also das brauchen wir nicht. Was braucht man, um Munition herzustellen eigentlich? Probieren wir das mal aus. Barry. Und zwar ich würde gerne da die 762er. Ach, da brauchen wir Schwarzpulver. Okay, dann brauchen wir das auch nicht. Abbrechen. Haben wir die 300 zurückgekriegt? Weil wenn nicht, ist halt Pech. Dann warten die jetzt erstmal darauf, dass die anderen eintreffen. Aber das ist 19 Stunden. In den 19 Stunden können die ja auch in Puff gehen. Was kostet denn dieses Erholung und Entspannen? 600 Dollar. Müssen die sich wirklich entspannen? Verbringe etwas Zeit mit aktiver Entspannung und Unterhaltung. Auf diese Weise werden TP schneller wiederhergestellt, außerdem heilen Wunden schneller. Entschöpfungsfindung. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee.
kein Geld. Für sowas, wir haben doch kein Geld. Wir sind jung und brauchen es. Also das Geld. So, dann müsst... I'm done here. Milizen durch sein. Ich würde da eigentlich gerne noch einen zweiten Batch machen. 1500, ja. We're here. I mean, at this particular sector and all. So, sind die jetzt alle in einem Team? Ja, Team Charlie. Kann man Team Charlie eigentlich benennen? Nee, geht nicht. Dann warten wir jetzt noch die zweite Ausbildung der Milizen ab. Denn wir haben ja aktuell nur 4 Rekruten trainiert. Das heißt, wir stoppen hier. Kann man das jetzt irgendwie erkennen, dass da Verteidiger drin sind? Nee, kann man nicht. Hier steht nur mehrere Trupps, 1 von 2. Vielleicht sieht man das, wenn man dann dieses Dorf verlässt. Aber normalerweise würde ich mir eine Ansicht wünschen, wo man das auch so sehen kann. Es muss doch irgendwie gehen. Gucken wir uns Kalina und und MD kurz an. Kalina, Biografie. Als Tochter ukrainischer Kohlenkumpel lernte Kalina von ihrer Großmutter, wie man in der ländlichen Gegend wild jagt und die Wildjagd mit großem W. Sie jagt also nicht wild herum, sondern jagt wild. Und die Maschinen und Motoren repariert, mit denen das winzige Dorf geheizt und mit Strom versorgt wurde, in dem sie lebten. Die alte Frau füllte Kalinas Kopf mit Abenteuergeschichten aus der slawischen Folklore, um sie von der Armut der Familie abzulenken. Sobald sie alt genug war, verließ Kalina ihr Zuhause, um ein besseres Leben für sich selbst zu finden. Aufgrund ihrer natürlichen Begabung fürs Lernen und hervorragenden Reparatur- und Treffsicherheitsfertigkeiten hieß AIM sie mit offenen Armen willkommen. So, dann haben wir noch MD. Die Geschichte von AK Aschenputtel. Aha. Was sind denn Schutzpatronen des Plastiksprengstoffs? Der kleine Jäger Nimmersatt und Steroid, der aufgepumpte Pole. Bei MD immer unsicher, nie entmutigt. Kurz nach dem Abschluss seines Medizinstudiums gab Michael eine strahlende Zukunft als Arzt auf, um Söldner zu werden. Er weicht dahingehenden Fragen aus, aber es ist absolut möglich, dass Michael AIM im Glauben betrat, bei der Organisation handele es sich um Ärzte ohne Grenzen. Was auch der Grund ist, MD erlebte in Arulco erstmals Kampfhandlungen und entwickelte einen Geschmack fürs Soldatenleben. Seine Fähigkeiten mit Messern helfen im Kampf ebenso sehr wie bei der Wundversorgung und sein unheilbarer Optimismus sorgt dafür, dass alle, die mit ihm arbeiten, von seinem Beispiel lernen wollen. Gut, dann wollen wir mal kurz ins Inventar noch rein. Denn, wir haben ja Fox nicht. Kalina,
das ist okay, der Zustand ist nicht gut, aber noch eine Reparaturrunde mag ich da nicht wach machen. Die Waffe ist 100%, du hast den Erste-Hilfe-Kasten. Achso, Kalina ist relativ schwach, von daher hat die nur einen kleinen Rucksack, um da eventuellen Gerüchten vorzubeugen. Ja, das sieht doch jetzt hübsch aus, das Team. Und ja, mit dem Team jetzt hier sollten wir ja wohl in der Lage sein, die nächsten Sektoren problemlos anzugehen. Das, liebe Leute, dann aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.